Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es ist endlich soweit. Ich habe die ersten Informationen zur Season 3. Sind ein paar Leaks. Vor ein paar Tagen war in Nashville eine GameStop Konferenz. So heißt, glaube ich, dieses kleine Event. Das ist so eine Art Pressekonferenz oder ein kleines Event. Genauer kenne ich das leider nicht. Und da sind auf Reddit jetzt ein paar Bilder aufgetaucht, wo ein bisschen was über Season 3 verraten wird. Es wird eine neue Legende gezeigt. Das neue scheinbar Event wird so ein bisschen angeteasert. Da wird ein Gibraltar mit einem Halloween-Skin gezeigt. Deswegen gehe ich davon aus, dass es ein Halloween-Event sein wird. Dann wird die neue Waffe gezeigt, die mit Season 3 kommen soll. Und Sammler-Editionen-Box-Sets, die man sich physikalisch wohl richtig kaufen kann, wo wahrscheinlich irgendwelche Sammlerartikel drin sind. Was ich jetzt im Einzelnen genau da für euch habe, zeige ich euch gleich nach dem Intro. Also bleibt bitte dran, es lohnt sich. So, starten wir jetzt mit den Informationen zu Season 3. Vorher hole ich natürlich noch ein bisschen aus, weil ich habe mal so ein bisschen grob für mich gerechnet, wann denn Season 3 starten soll. Ich gehe fest davon aus, dass am 22. Oktober Season 3 startet. Die erste Season startete am 19. März, ging 16 Wochen. Am 2. Juli ging Season 2 an den Start. Zwischen beiden Seasons waren 3 Wochen Pause. Wenn jetzt am 1. Oktober, wo Season 2 endet, auch 3 Wochen Pause sind, ist am 22. Oktober ein Dienstag, an jedem Dienstag, also es kommt immer an einem Dienstag eine neue Season oder ein neues Event. Und deswegen gehen wir mal davon aus, oder gehe ich stark davon aus, 3 Wochen später, vom 1. Oktober an, Ende Season 2, kann eigentlich da nur Season 3 starten. Macht für mich zumindest Sinn. So, und jetzt möchte ich mal euch erklären, warum ich davon ausgehe, dass mit Season 3 ein, zwei Wochen später vielleicht schon ein Event startet. Normalerweise sind die Events, so wie wir es bis jetzt kennen, immer mitten in der Season. Ich gehe jetzt aber davon aus, denn ich zeige euch jetzt mal den Gibraltar-Skin. Das ist ein Halloween-Skin, der sich Frankensteins Monster nennt. Ihr seht ja an der Seite den Schriftzug, wo Gibraltar steht, so ein bisschen zumindest zu erkennen. Und ich glaube nicht, dass die Events einfach mal zu Halloween einfach so mir nicht, dir nicht rausgeschmissen werden. Natürlich lässt sich das wahrscheinlich Respawn ein bisschen bezahlen mitten im Event. Hoffentlich haben sie übrigens daraus gelernt und die Packs oder sämtliche Inhalte, die da so mit dem Event kommen könnten, sind A, bezahlbar oder leichter freizuschalten oder mehr davon freizuschalten. Auf jeden Fall, auf was ich hinaus will, es kann nur ein Event mit Halloween zu tun haben. Es macht aber keinen Sinn, vom Zyklus her, wo die Events mitten in der Season starten, Mitte November wäre dann vom Zyklus her oder fast Ende November schon, wäre dann Start des Events. Und ich haue doch keine Halloween-Skins oder ein Halloween-Event raus, obwohl Halloween schon seit 3-4 Wochen vorbei ist. Halloween ist am 31. Oktober, wer das nicht weiß. Also nehme ich davon aus, dass erste oder zweite Woche nach Start von Season 3 ein Halloween-Event kommt. So, jetzt habe ich genug Halloween erzählt. Ich hoffe natürlich, dass vielleicht vorher noch ein paar andere Skins gezeigt werden. Bin ich mega gespannt und ich bin mir jetzt schon sicher, dass ich alle Skins haben will. Haut gerne mal in die Kommentare, was ihr natürlich von diesem Skin haltet oder von den Informationen allgemein. Kommen wir jetzt zu folgender Waffe. Und hier und da seht ihr nämlich, das sind alles offizielle Bilder aus dieser Pressekonferenz, was ich euch am Anfang erzählt habe. Deswegen könnt ihr davon ausgehen, dass das keine Spinnereien oder Leaks sind, die irgendwie hingeschmissen wurden, sondern das sind halt wirklich offizielle Informationen. Die Charge Rifle ist eine Waffe aus Titanfall. Ich zeige euch jetzt mal hier immer mal im Wechsel ein paar andere Bilder. Ist aus dem Titanfall-Universum eine Waffe. Es soll eine Energiewaffe sein. Ich blende euch hier gleich auch noch ein Bild ein. Ein offizielles Apex Legends-Bild mitten in einem Bunker. Da seht ihr die Waffe auf dem Boden liegen. Und daneben liegt Energiemunition. Deswegen wird es eine Energiewaffe sein. Und es ist schön, dass es eine ganz normale Waffe ist, die aus einem Loot, aus einer Lootbox kommt und nicht aus einem Drop. Also so eine goldene Waffe. Das finde ich sehr, sehr geil. Mal wieder ein bisschen Abwechslung. Ja, auf die Waffe bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob es da demnächst neue Informationen geben wird. Kommen wir zu einem Knaller, den ich sehr, sehr interessant finde. Es soll in Zukunft so eine Art Collector's Edition
Box-Sets geben. Nichts, was man irgendwie in dem Spiel kauft, sondern wirklich, das hältst du in den Händen. Wie so eine Box. Ich blende euch jetzt mal hier das Bild ein, was bei dem Event gezeigt wurde. Da seht ihr Bloodhound und Lifeline auf zwei verschiedenen Boxen. Es wurde nicht geschrieben, was da alles drin sein soll, aber man vermutet, dass das irgendwelche Sammlerobjekte sind. Ich gehe mal davon aus, vielleicht ein T-Shirt oder so von der Legende seiner Wahl, von der Box, die man halt kauft. Ich könnte mir vorstellen, dass man die vielleicht bei Mediamarkt, Saturn oder Amazon sich kaufen, bestellen kann und so weiter. Preis steht natürlich auch nichts da. Und worüber auch geschrieben wurde, es könnte sein, dass da vielleicht hier und da ein Gutscheincode drin ist, wo Apex Legends Währung zum Aufladen als Code drin ist. Das ist eine Sache, die ich absolut geil finde. Das soll so eine richtige Sammlersache sein. Als Geschenkbox, Geburtstag, Weihnachten, hast du nicht gesehen. Eine coole Sache, sind wir mal gespannt, ob das in Season 3 schon rauskommt. Aber ich denke mal, dass sich Respawn bzw. EA sich das Weihnachtsgeschäft natürlich nicht durch die Lappen gehen lassen wollen. Kommen wir jetzt zu folgender Legende. Und ihr wisst alle, es kann eigentlich nur Krypto sein. In etwas anderem Gewand mit kurzen Haaren. Und diesmal wurde darauf, also es ist jetzt, ihr könnt eigentlich sicher sein, es ist offiziell, dass Krypto die nächste Legende ist. Es wurde diesmal ein bisschen genauer beschrieben, was er für Fähigkeiten hat. Ich habe in einem Video, was ich zum Schluss nochmal einblenden werde, es wurde vor kurzem geleakt, sämtliche neuen Legenden, 13 an der Zahl, mit Namen und Fähigkeiten. Da habe ich Krypto vorgelesen, gleich als erstes. Aber jetzt wird es etwas detaillierter. Und zwar hat er ja als taktische Fähigkeit eine Drohne. Die wird man fernsteuern können. Und jetzt, das muss ich mal so ein bisschen ablesen, weiß man mehr über Reichweite und Dauer. 40 Sekunden lang kann man die wohl steuern. 200 Meter Reichweite. Gegner können sie zerstören, sollte klar sein. Türen kann sie öffnen, Banner von gefallenen Kameraden wiederholen. Und das finde ich nämlich sehr interessant, Behälter plündern, eine Lootbox einfach so plündern. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Drohne vielleicht wie in dem Rucksack 2, 3, 4 Itemplätze hat oder Rucksackplätze, wie ihr auch das immer nennen wollt. Da kannst du vielleicht ein bisschen Munition reinpacken, Medikits, Schildzellen, vielleicht sogar eine Waffe. Und dann kannst du wieder zurückfliegen, kannst du den Stuff aus der Drohne holen und bist glücklich. Da bin ich echt mal gespannt. Geile Fähigkeiten. Als passive Fähigkeiten. Deine Teamkameraden können, während in den 40 Sekunden die Drohne unterwegs ist, in einem Radius von 30 Metern alles sehen, was die Drohne sieht. Das heißt, wenn die Drohne zum Beispiel einen Gegner spottet, kannst du das als Teamkamerad auch sehen. Wie das dann aussieht, vielleicht ein kleines Radar, was oben rechts oder so eingeblendet wird, oder ein kleines Bild von einer Kamera, würde ich ganz cool finden, so als kleines Gimmick. Und der Ulti, klar, das wissen wir alle, dass der ein EMP als Ulti hat, das sollten zumindest die meisten von euch mittlerweile wissen. Der Fall deaktiviert, zum Beispiel von Kaustik oder der Zaun von Watson. Und Schilder werden zerstört vom Gegner. Und die letzte Sache, natürlich, es verlangsamt Gegner, könnt ihr richtig schön auf den Gegner rotzen. Das waren soweit alle Informationen und die finde ich alle eigentlich sehr, sehr geil. Über Season 3, Daumen hoch lassen für dieses Video, wenn es euch gefallen hat, und natürlich ein Abo, wenn ihr neu seid. Es gibt regelmäßig von mir neue Update-Videos. Immer wenn es neue Informationen über Apex gibt, könnt ihr sicher sein, dass ihr sie bei mir zeitnah erfahrt. Livestreams gibt es von mir und so weiter. Also haut in den Kommentaren, in der Kommentarsektion ein bisschen raus, was ihr von den ganzen Informationen haltet, wie ihr vielleicht zum Beispiel den Gibraltar-Skin findet oder was ihr von einem Halloween-Event findet. Ich stehe mega auf Halloween, deswegen freue ich mich absolut auf diese Aktion. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Wie gesagt, Daumen hoch, Abo dalassen. Das war's von mir. Macht's gut, bis bald.